Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch passend zum Valentinstag meinen Kirschliebe Butterkuchen mit leckerem Hefeteig und Mandelblättchen und Kirschen natürlich obenauf. Dieser Kuchen ist ganz einfach gezaubert und er versüßt euch ganz bestimmt den Valentinstag oder auch einfach die sonntägliche Kaffeetafel. Er ist auch super als Ergänzung zu einer großen Torte geeignet. Also drauf los! Ihr müsst das Rezept wie immer nicht mitschreiben. Ihr findet es hier oben auf dem kleinen i verlinkt. Dort könnt ihr direkt auf den Blog surfen. Alle anderen wichtigen Infos findet ihr auch hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung. Vergesst bitte auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hier einfach die kleine Glocke drücken, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Das Abo ist selbstverständlich kostenlos und ihr könnt diesen Kanal gerne auch weiterempfehlen an eure Freundinnen und Freunde, die auch gerne backen. Ja, wir starten ins Rezept. Für den Kirschbelag lassen wir uns erstmal die Sauerkirschen in einem Sieb abtropfen. Und den Saft jetzt nicht wegwerfen, da brauchen wir nachher 200 Milliliter davon. Und hier habe ich jetzt 2 Esslöffel Stärke. Dazu kommt etwas Vanillezucker nach Belieben. Gerade so ein bisschen vermischen. Und jetzt diese Mischung mit etwas von dem kalten Kirschsaft anrühren. So ein bisschen was. Jetzt kochen wir uns einen Kirschkompott, lassen ihn dann schön abkühlen und kümmern uns dann um den Hefeteig. Dazu kommt der Kirschsaft in unseren Topf, 200 Milliliter wie gesagt, und die angerührte Stärke hinzurühren. Und jetzt kochen wir uns das so lange auf, bis es schön abbindet. Dann heben wir die Kirschen darunter und lassen das Ganze einfach abkühlen. So, ihr seht, die Stärke wird abbinden jetzt. Dann lassen wir so ein bisschen kochen, köcheln vielmehr, also runterstellen die Hitze. Und lassen es so lange einkochen, dass wir wirklich eine feste Masse haben. Ihr seht, das wird schön dick. Und jetzt können wir noch die Kirschen unterheben. So. Und ihr seht, das wird dann eine schöne gebundene Masse, sodass wir die Kirschen schön auf dem Kuchen verteilen können nachher. Gerade beiseite stellen zum Abkühlen. Jetzt stellen wir uns den Hefeteig her und dafür benötigen wir 375 Gramm Mehl. Ich verwende ein Päckchen Trockenbackhefe und die beiden Zutaten vermischen wir uns sorgfältig miteinander, dass die Hefe gut verteilt ist in unserem Mehl. Jetzt kommen die restlichen Zutaten für den Rührteig hinzu. 50 Gramm Zucker. Ein Esslöffel Vanillezucker. So, dann kommt natürlich noch eine Prise Salz hinzu. Und ich vermische das auch gleich mit allem. Und jetzt fehlt hier noch das Ei. 150 Milliliter Milch. Wundert euch bitte nicht, ich habe hier eine Hafermilch, deswegen ist sie so dunkel. Und 75 Gramm weiche Butter. Wie bei allen Backrezepten sollten die Zutaten eine Stunde mindestens vor dem Backen rausgestellt werden, damit sie Zimmertemperatur erreichen. Und jetzt vermische ich alles mit den Knethaken des Rührgeräts. Selbstverständlich könnt ihr das auch in der Küchenmaschine alles erledigen. Das dauert so etwa 2 Minuten, dann haben wir einen schönen Hefeteig. So, der Hefeteig ist fertig. Hier an der Stelle macht man jetzt einfach mit den Händen weiter. Auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben. Und jetzt werden wir den Teig einfach auf wenig Mehl noch einmal schön durchkneten. Bis er ganz schön geschmeidig ist. Man sagt immer so wie ein Ohrläppchen. Und das geht auch ziemlich schnell bei diesem wunderbaren Teig. Ihr seht, wunderbar. So sollte er aussehen. Schön glatt. Und jetzt muss der Teig aufs doppelte Volumen aufgehen. Das bedeutet, wir brauchen eine halbe bis eine Stunde Gehzeit. Am besten an einem warmen Ort, abgedeckt mit einem Tuch, damit er nicht austrocknet. Ich nehme dazu einfach meine Schüssel wieder her, damit er nicht anklebt. Bisschen Mehl rein. Auch ein bisschen Mehl obendrauf. Und jetzt natürlich ein Tuch zum Abdecken. Passend zum Valentinstag nehmen wir natürlich ein Herztuch.
Eine Stunde war mein Teig jetzt im vorgewärmten Backofen bei etwa 37 Grad. Er ist jetzt nicht aufs Doppelte aufgegangen, aber ganz gut aufgegangen auf jeden Fall. Jetzt müssen wir den Hefeteig ausstoßen. Dazu wieder ein bisschen Mehl auf die Fläche. Wir geben ihn auf die Arbeitsfläche. Und er ist jetzt auch schon sehr luftig, das merkt man. Seht ihr, hier sind diese ganzen schönen Luftblasen. Jetzt werde ich ihn einfach noch mal kurz durchkneten. Und nach dem Durchkneten 5 Minuten entspannen lassen, gerne dabei auch wieder abdecken, dann können wir ihn schön ausrollen. So, Entspannung ist vorbei, 5 Minuten. In der Zeit immer was anderes einfach machen. Ich kann euch sagen, das ist super wichtig. Lasst diese Zwischenzeiten nicht einfach weg. Das ist der Hauptfehler bei Hefeteig. Wenn man ungeduldig ist, wird es nichts. Unbedingt einhalten, diese Ruhezeiten. Sonst kann man ihn nämlich zum Beispiel auch nicht ausrollen, weil er dann bockig ist. Und sollte er doch noch, wieder erwarten, bockig sein, einfach noch einen Moment ruhen lassen und abwarten, dass er sich nicht mehr so zieht. Jetzt haben wir ungefähr Backblechgröße erreicht. Jetzt lege ich ihn mal aufs Backblech. Da kann er noch mal ein bisschen entspannen und ein bisschen weniger rumbocken. Einfach gerade vorsichtig auf das Blech legen und so ein bisschen zurechtzupfen. Einer der Hauptfehler an diesem Punkt ist nun, dass man ihn einfach gleich weiterverarbeitet, ohne zweite Gare. Das darf nicht sein. Ihr müsst ihn jetzt wirklich noch mal eine halbe bis eine Stunde ruhen lassen, bis er wirklich noch ein zweites Mal aufgegangen ist. Aber erstmal werden wir ihn uns ein wenig mit Butterflöckchen besetzen. Die Butter sollte ganz weich sein. Ich verwende jetzt hier 50 Gramm Butter. Ihr könnt auch bis 100 Gramm hochgehen. Je buttriger ihr den Teig haben wollt, desto mehr verwendet ihr einfach. Ich werde die Butter gleich noch mit dem Backpinsel etwas verstreichen. Im Hintergrund heizt jetzt auch mein Ofen schon vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze oder 180 Grad Umluft. Schön bis zum Rand, dass alles gut bedeckt ist. Perfekt, alles ist gut eingestrichen. Jetzt kommen 100 Gramm gehobelte Mandeln hier oben auf. Schauen, dass überall gleichmäßig Mandelbettchen vorhanden sind. Und jetzt kommt noch etwas Zucker da oben drauf. Ich verwende so etwa 50 Gramm. Es kann auch weniger sein. Einfach schauen, wie viel ihr haben wollt. Die Ränder nicht vergessen. So, jetzt haben wir natürlich noch unsere Kirschenfleckerl, die hier oben drauf gehen. Und da guckt man, dass man möglichst auf jedes Stück einen Kirschenfleck setzt. Das heißt, man überlegt sich vorher, wie werde ich denn die Stücke schneiden in etwa. Und dann kommt in die Mitte immer so ein Kirschenfleck. Los geht's. Die Kirschen sind ja schön angedickt. Und da setze ich jetzt eben immer so etwas in die Mitte auf jedes Stück. Ich finde, es sieht schon wunderschön aus. Das ist einfach ein wunderbarer Eindruck, den das Ganze macht mit diesen roten Flecken. Jetzt ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr den Kuchen nochmal richtig schön gehen lasst. Also er sollte jetzt nochmal mindestens eine halbe, wenn nicht eine Stunde nochmal stehen. Wunderschön, ich habe alles gut verteilt. Jetzt muss der Kuchen, wie gesagt, noch eine halbe bis eine Stunde in die zweiten Gare stehen. Ganz, ganz wichtig, bitte lasst diesen Schritt nicht weg, sonst wird es nichts. Er muss nochmal aufgehen, am besten in einer warmen Küche, an einem warmen Ort. Man sieht es jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht so arg, aber der Teig ist nochmal schön gegangen, 3/4 Stunde ungefähr. Ich mache den Fingerdrucktest und der Teig füllt sich wieder langsam bis kurz vor die Marke. Rein mit dem Ganzen in den Ofen und wir hoffen, dass es klappt. In die Mitte des Ofens einschieben und los geht's.
Und da kommt unser goldbraun gebackener Butterkuchen. Ich habe zwischendurch die Temperatur etwas runtergestellt auf 180 Grad, weil er wurde etwas dunkel an den Seiten. Aber mein Ofen ist auch alt und lässt sich nicht mehr so ganz so gut steuern. Bleibt einfach ein bisschen dabei und zur Not eben die Temperatur reduzieren. Ich werde ihn jetzt schön schneiden, genau hier an den Kanten. Und dann werde ich ihn noch lauwarm mit euch probieren. Sehr, sehr fluffig ist er geworden. Also die Wartezeit hat sich schon gelohnt. Und es duftet im ganzen Haus nach Hefe. Hefekuchen sollte man schön frisch essen. Er ist am besten am Tag des Backens. Ja, am besten natürlich noch lauwarm. Deswegen ganz gut, wenn ihr eine große Gesellschaft habt. Dann könnt ihr das ganze Blech lauwarm noch servieren. Jetzt gucke ich mal, wie denn ein solches Stück aussieht. Und wir sehen hier, ein wunderbarer, luftiger Teig ist entstanden und in der Mitte diese leckere Kirschfüllung. Also besser kann es doch zum Valentinstag einfach nicht sein. Wunderschön sieht jetzt mein Kaffeetisch aus. Ich habe mir einen Kaffee gekocht und werde jetzt gleich für euch probieren. Gleich noch für meinen Mann. Und etwas Milchschaum. Ich werde jetzt einfach mal ohne Gabel und einfach nur mit der Hand probieren. Das ist einfacher bei Hefeteig. Es ist noch lauwarm und ich glaube, es schmeckt einfach fantastisch. Ihr seht, wie schön er aufgegangen ist. Ich glaube, das kann man hier in der Kamera jetzt bestimmt gut sehen. Mmh. Traumhaft lecker, traumhaft. Sehr, sehr luftig, fruchtig, nicht zu süß. Wer Hefeteig liebt, sollte diese Kirschliebe unbedingt ausprobieren und dem Schatz verehren. Das war meine wunderbare Kirschliebe, ein Butterkuchen der ganz besonderen Art. Und perfekt geeignet für den Valentinstag, aber auch für einen Sonntag ganz gut geeignet oder für eine festliche Gesellschaft. Sieht einfach wunderschön aus mit dem Butterkuchen und den juwelenartigen Kirschen in der Mitte jeweils. Ich freue mich wie immer über eure Fotos, die ihr mir gerne auf Facebook oder Instagram schicken könnt. Die Links dazu findet ihr auch hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Und dort findet ihr auch, wie gesagt, den Link zum Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder, Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!